So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise es ist wieder Samyang Sunday, es ist Sonntag, ich nehme das hier am, was weiß ich, Freitag auf für Sonntag, denn ich habe eine neue Sorte Samyang Nudeln gefunden, die sieht ganz besonders aus, denn guck mal, wie bunt die ist. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Das gibt es wahrscheinlich auch nur in den tiefsten des Internets. Ansonsten nirgendwo. Man kann wieder mal absolut nichts lesen. Alles koreanisch. Hier oben ist aber der Samyang-Schriftzug. Also das ist von Samyang. Ich habe jetzt mal kurz die Vorderseite mit meiner Kamera abgescreent und geguckt, was da steht. Und da kam raus 4000 würzige Nudeln mit 4 Früchten. Samyang sauber und pearfrisch, Plum Four und Spicy Noodles. Was ich hier sehe ist, hier steht Plum. Plum ist Pflaume. Hä? Samyang mit Pflaumen? Hier steht Pear. Pear ist was? Pfirsich? Ne, Birne, weil Peach ist ja Pfirsich. Was ist Pear? Das wisst ihr. Hier ist Apple. Da steht Apple dabei. Hier unten haben wir nochmal Apple, hier haben wir nochmal Bier. Wo ist denn das vierte? Achso, Pineapple. Pineapple ist die Ananas, ist also auch dabei. Wir haben Apple, wir haben Bier, wir haben Pineapple und wir haben Plum. Das sind 4 Früchte in diesem Samyang-Ding drin. Wenn ich dann mal gucke, das Angebot im Internet, wo ich das her habe, bei irgendeiner Gammelseite, stand da Samyang 4 GWA. 4 GWA? Bibi Mieong Multi. Das ist also ein richtig komischer Name. Das wird ein richtig komischer Titel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das da reinschreibe. Ich habe dann mal geguckt, dass ich versucht zu übersetzen. Da steht nur 600 Milliliter Wasser. Die Nudeln dann weich kochen. Dann irgendwie die Nudeln in kaltes Wasser marschieren. Und die süße Suppe zugeben. So weit wie der Natriumgehalt des Körpers beansprucht werden soll. Also lauter komische Sachen wieder. Ich denke mir, ich mache das jetzt einfach auf. Wenn ich das hier aufmache, habe ich hier drin 4 einzelne Päckchen. 2 lege ich zur Seite, die esse ich mal so. 1 lege ich zur Seite, das hebe ich auf. Und 1 nehme ich, um das jetzt zu machen. Guck mal, wie schön das aussieht. Das ist Samyang, 4 Früchte. Aber ist das scharf? Soll das scharf sein? Hier steht ja nochmal was drauf. Ich kann ja mal aktuell mit meiner jetzigen Kamera hier hin, weil da ist ein kleinerer Text. Und wenn ich den kleineren Text hier nehme, fotografiere und übersetze, kommt dann bei raus, es kreiselt, Kochmethode. Nudeln zu etwa 600 Milliliter kochendem Wasser hinzufügen, etwa 3 Minuten kochen lassen, Nudeln herausnehmen, in kaltem Wasser marschieren, flüssige Suppe hinzufügen, köstlich mischen, seien Sie beim Kochen vorsichtig, fügen Sie eine angemessene Menge Suppe nach Ihren Wünschen hinzu, um die Natriumaufnahme zu kontrollieren und zu kochen. So, der Rest ist jetzt irgendwie nix. Also, was ist da drin? Wir müssen mal das Tütchen aufmachen. Denn normal habt ihr auch immer einen Soßenbeutel. Das ist der Soßenbeutel. Das ist die scharfe Soße. Und das war's. Da ist nichts drin. Manchmal ist da ja noch so Sesam oder Algen oder irgendwelches Pulver oder irgendwas anderes. Aber hier gibt's einfach nur einen Soßenbeutel. Ihr habt auch ein Nudelnetz. Diese Nudeln riechen richtig stark nach Heu. Und sehen halt auch sehr dünn aus. Sehr dünn und unscheinbar. Ah, das werde ich wahrscheinlich die Nudeln. Das ist ja das Beste. Du hast jetzt Nudeln, die kochst du weich. Dann haust du dir einfach die Soße drauf auf die abgetropften Nudeln. Das ist ja voll einfach. Nicht Pulver mit was noch mit Wasser vermischt, verrührt und angekocht werden muss und alles. Wir kochen jetzt Wasser, machen die Nudeln und hauen uns diesen Soßenbeutel drauf. Denn da ist jetzt die Magie drin, da ist der Zauber versteckt. Das ist bestimmt scharf, aber irgendwie auch fruchtig, weil es ja 4 Früchte hat. Das ist so exotisch, da bin ich jetzt gespannt. So, und jetzt ist mir aufgefallen, in letzter Zeit hatten wir so gut wie nur Cups von Samyang. Jetzt können wir endlich mal wieder den großen, fetten Teller rausholen. Ich habe mir hier jetzt also 500 Milliliter Wasser gemacht gehabt, habe das schon hier drin, die Nudeln im Abtropfnetz. Jetzt pack mal die Nudeln hier drauf.
zack. Die sind schön weich und fluffig. Die machen einfach einen super Eindruck. Guckt euch das doch mal an. Die super Nudeln. Für zwischendurch mit Heugeruch. Obwohl, vielleicht ist das auch irgendwie das so was leicht säuerliches, komisches. Riecht wie leichte Apfelbrise. Aber, was das jetzt ist, ich bin so gespannt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das so scharf ist. Das wird bestimmt wieder der Stinker aus der Reihe sein. Das fühlt sich auch ziemlich dick an. Also wie bei Curry. Bei den Samyang Curry ist das ja auch eine richtig dicke Pampe, die man hier drauf macht. Ich stelle mal den Teller hin, dann kann ich das besser machen. Dann machen wir es gleich mit der Gabel rum. Dann schieben wir uns den ganzen Teller rein. Und dann gucken wir mal, was das ist. Und dann weiß ich nicht, was ich mit den restlichen drei mache. Am besten dann einfach schnell wegessen, damit wieder Platz im Schrank ist. Es tummeln sich nämlich überall die Rosé rum. Und ich habe mir halt geschworen, dass ich jetzt jede Woche eine Folge Samyang Sunday mache. Eine Woche habe ich ja Zeit, mal eine Portion Samyang zu machen. Man kommt nicht jeden Tag dazu, irgendwie mal was zu testen. Dann ist wieder hier dies, das, jenes, immer nur Stress. Aber eine Woche Zeit für ein neues Samyang-Video. So, wollen wir mal an den Beutel schlecken? Ich habe auch was an der Hand, warte. Boah. Das hat eine richtige süßliche, essigartige, aber süßliche, irgendwie bitzelnde Note, aber es hat auch irgendwie was Scharfes im Hintergrund, im Abgang. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, wie Pflaumenmus. Pflaumenmus, aber auch wie Apfelmus, wie Ananasmus. Genau, alle Mus-Sorten aufzählen, die jetzt hier vorne drauf standen. Was war noch dabei? Pearl. Wo ich immer noch nicht weiß, was das ist. Wir machen das jetzt mal rum. Ich hatte ja mal die Samyang Buldak Korn, die nach so süßlichen Buttermais geschmeckt haben, mit einer scharfen Note im Abgang, aber trotzdem einer richtig süßlichen Note im Vordergrund. Und das war sehr speziell. Im Endeffekt habe ich dann gedacht, ich hatte nur eine Tüte. Ich hätte gern nochmal eine zweite Tüte gehabt. Ich fand den Geschmack komisch, habe gesagt, die brauche ich nicht nochmal. Mittlerweile ist das wie bei Curry beim ersten Mal gesagt, naja, ist mir zu aufdringlich vom Curry-Geschmack. Irgendwann hast du den Curry-Geschmack aber vermisst und dann wolltest du das gerne einfach nochmal probieren, nochmal essen. So geht es mir jetzt ungefähr mit den Korn und ich glaube, vielleicht ist das hier auch so eine Sorte. Beim ersten Mal denkst du dir, was ist das denn, wer soll das denn essen? Aber dann irgendwann denkst du, es ist immer alles gleich, es ist immer alles unspektakulär und das ist so besonders, so strange, das musst du auf jeden Fall dir nochmal holen. Zum Glück sind hier gleich 4 Päckchen drin gewesen. Wir probieren jetzt einfach mal eine Gabel von den Nudeln und schauen, wie das schmeckt. Also es hat auf jeden Fall auch eine gute Schärfe, die ist da, die ist präsent, aber vermischt sich gleichzeitig mit so einem richtig komischen, süßlichen, penetranten, fauligen Fruchtgeschmack, der daherkommt. Ist jetzt was, wo ich gleich sage, brauche ich nicht nochmal, aber ich weiß schon, nach einer Zeit will man wissen, wie hat das denn eigentlich geschmeckt, also genauso wie ich es mir dachte. Ich weiß jetzt nicht, für Pupsi ist es bestimmt trotzdem wieder zu scharf. Sonst hätte ich sagen können, hier ist eine mildere Sorte, kannst du mal probieren. Aber für sie wird es trotzdem schon wieder zu scharf sein und sie wird mit dem Geschmack wahrscheinlich absolut gar nichts anfangen können. Ich finde es interessant. Ich finde es wirklich interessant. Und ich finde es gut, dass da nicht so eine Pfeffernote drin ist, wie bei den letzten zwei Cups, die wir hatten, den Mala und den Basil and Cream. Da hat mich das Pfeffer gestört. Pfeffer hat nichts mit Samyang zu tun. Das hat was von Samyang durch die rote Soße, wie man es normalerweise kennt, aber was Experimentelles durch diese Fruchtnoten, diese bissigen.
Und du hast ja auch keine Bandnudeln und keine Glasnudeln und keine Udon, riesen fetten Teile. Du hast einfach Nudeln, Päckchen Soße. Kannst es ganz normal zubereiten, wie du sonst immer deine Samyang möchtest. Also ich glaube, von Gabel zu Gabel finde ich mehr Gefallen dran. Und irgendwie kommt auch immer mehr dieser fruchtige Geschmack in den Vordergrund. Das Scharfe wird ein bisschen verdrängt dann, dadurch wirkt es im Endeffekt trotzdem recht mild nach einer Zeit. Also wenn ihr es nicht kennt, probiert es mal, das ist auf jeden Fall sehr speziell. Ich bin froh, dass ich nur 3 Päckchen habe, die werde ich dann auch irgendwann mal genießen. Für zwischendurch muss ich jetzt nicht mehr testen, weiß ich auf jeden Fall jetzt, was auf mich zukommt. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, es ist besser als erwartet, ich merke das bei jeder Gabel. Ist auf jeden Fall mal was komplett anderes. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.